Hallo liebe Freunde, heute wollte ich noch mal den Druckluftwagenheber neu vorstellen. Was heißt vorstellen? Einmal zeigen, wie ich damit arbeite. Weil beim ersten Video war es zu kurz. Ja, als allererstes, was haben wir hier? Hier haben wir einmal den Lufteinlass und hier den Luftauslass. So, beides zu. So, jetzt gucken wir einmal, wie hoch das Ganze ist. Ungefähr 14. Und jetzt fahren wir das einmal aus. So, bis zum Ende. Wie hoch ist das Ganze? Fährt hoch bis 41. So, jetzt testen wir das direkt. So, beim Auslassen verwende ich den und manchmal mache ich das so ab, damit es schnell geht und bei hier. So. Kann ich von alleine runterfahren. Als Beispielauto, jetzt hier haben wir hier ein Mercedes Vaneo. Da muss ich vorne die beiden Reifen wechseln. Ich kann natürlich jetzt einzeln diese jede Seite einzeln hochheben, aber das mache ich nicht. Ich hebe es hier mittig einfach gleichzeitig hoch. Oh, dann wollen wir mal. So. Geht das auch stabil? So, warten wir mal. So. Ups. Sah ein bisschen jetzt komisch aus, aber es hält. Jetzt kann ich beide Seiten Reifen direkt wechseln. Jetzt wackel ich nochmal hier, um zu zeigen, wie stabil das steht. Naja, da passiert nichts. Wackelt zwar ein bisschen, aber hält. Also ich muss sagen, ich benutze das nicht nur zum Wagenheben, auch für andere Sachen. Ich habe damit einen Holzvergaser 500 Kilo hochgehoben und zig andere Sachen. Das werde ich mal irgendwann in einem anderen Video zeigen.